So, Servus und hallo Leute. Ich habe mir gedacht, ich ziehe jetzt heute doch ausnahmsweise, obwohl ich tierisch müde bin, geschafft wie Brunnenputzer letzten Tage. Ihr seht, neue Vorhänge, also nicht neu, aber halt frisch gewaschen, alles gemacht. Wie sieht's aus? Wahnsinn. Ich will aber kurz diese drei, also Grafensteiner, Falkenfelser und Rössel, also das ist der erste Teil der Billigbier-Tastings. Also ich persönlich kenne sie alle schon und habe auch meine Entscheidung bereits getroffen, was also mir am besten schmeckt. Aber wir machen jetzt extra nochmal für euch den Direktvergleich, sodass jedes praktisch sein eigenes Glas bekommt und ich dann auch die durcheinander trinke und nicht nacheinander weg, sodass man immer mal wieder einen Schluck, ne? Das ist jetzt also Rössel. Finde ich persönlich wirklich im direkten Vergleich mit Falkenfelser. Habe ich vorhin schon eins getrunken, muss ich zugeben. Ja, ein bisschen fader. Also es hat nicht ganz den. Weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es hat irgendwie nicht diese Würze. Wir machen jetzt mal in das andere Glas Grafensteiner. Das ist ebenfalls vom Netto. Das Rössel ist das billigste, was unter der Monninger Marke noch verkauft. Ich glaube, es gehört zum Monninger Konzern zumindest. Oder täusche ich mich da? Ist das etwa ein eigenes? Nee, doch hat es Monninger, genau. Und das ist denen ihr billigstes. Das Grafensteiner ist einfach, ist ein bayerisches Bier, mit einem DLG-Preis sogar gewonnen. Und gibt es, also soweit ich weiß, im Netto. Die haben da, glaube ich, eine. Wollen wir erstmal schon trinken? Die haben mit denen eine Vereinbarung. Ich glaube, das gibt es nur dort. Ich habe es zumindest noch nirgendwo anders gesehen. Und mein persönlicher Favorit ist hier dieses Falkenfelser, ebenfalls aus dem Netto. Und das sag ich, ihr müsst es aber natürlich für euch selber entscheiden. Ihr müsst einfach am besten mal kaufen und probieren. Ich meine, da könnt ihr nichts verkehrt machen. Wenn der Kasten 8 Euro kostet, ja, im Fall von Falkenfelser und 7 Euro sogar im Fall von Grafensteiner, ja. Ich meine, das muss man sich mal. Schulz. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden hier über einen Kasten mit 20 Flaschen an 0,5 Liter. Ja? 20 Flaschen an 0,5 Liter, das sind 10 Liter für 7 Euro. Ja? Also das ist im Prinzip so günstig wie Mineralwasser. Ja? Also da kannst du nichts verkehrt machen. Da holt ihr euch ein paar Flaschen und wenn es nichts ist, schüttet das halt weg. Zum Wohl. Ich habe zu meinem Kumpel gesagt, da hat er recht herzlich gelacht, bevor ich es überhaupt kannte. Habe ich gesagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock, jetzt da einzelne Flaschen zu holen. Ich hole jetzt wegen 8 Euro, da hole ich jetzt einen ganzen Kasten. Und wenn man es nicht schmeckt, dann wird es auf der nächsten Party an die Gäste, die ich am wenigsten leiden kann, serviert. Und die anderen kriegen Höpfner. Da haben wir alle sehr herzlich gelacht. Also ich trinke jetzt nochmal, damit ich den direkten Vergleich noch habe, nochmal einen Schluck Rössel. Ja, ist das langweiligste, wenn du mich fragst. Schluck Grafensteiner. Schon besser. Und nochmal Falkenfelser. Also ihr könnt es ja auch probieren und mir eure Meinung in die Kommentare schreiben. Als nächstes gibt es dann wieder Bierothek und dann Wacken am Wochenende. Deswegen habe ich das jetzt heute doch schnell gemacht, damit ich das aus dem Kopf habe, damit ich mich am Wochenende ganz auf die Premium-Segmente wieder konzentrieren kann. Und irgendwann mache ich dann die zweite Runde vom Billigbier-Tasting, wo dann auch Oettinger dabei ist. Sternburg, wenn ich es finde. Und ich weiß gar nicht mehr, was es noch war. Also für Grüße habe ich heute keine Zeit und ehrlich gesagt auch gar keinen Bock. Ich bin echt am Arsch, Leute. Ich muss ins Bett. Es ist jetzt schon nachts hier. Und ich habe morgen wieder viel vor.
Und wir sehen uns am Wochenende und dann gibt es ein Nobel-Bier-Tasting. Auf euer Wohl, gehabt euch wohl. Schöne letzte zwei Wochentage wünsche ich euch und dann sehen wir uns am Wochenende definitiv wieder. Diesmal klappt es am Wochenende. Ne? KSC spielt Freitag, das heißt, ich habe Samstag oder Sonntag auf jeden Fall Zeit, hier euch ein schönes Video zu präsentieren. Tschüss und bis dann, euer Dave.